Feierabend Chili Häfen is evening hot and spicy. Für zwei Personen 30 Zubereitung pro Portion ca. 670 Kilokalorien 47 Gramm EW 38 Gramm F 31 Gramm KA 2 Esslöffel Olivenöl 1 kleine weiße Zwiebel 1 Knoblauchzehe 1 gelbe Paprika 250 Gramm mageres Rinderhackfleisch Salz E Pfeffer 1 türkische Lira Chili Pulver 1 msp Kreuzkümmel 1 msp gemahlene Koriander 100 Milliliter kräftige Brühe eine Dose stückige Tomaten, Klammer auf 400 Gramm, Klammer zu, eine Dose Kidneybohnen, Klammer auf 240 Gramm Abtropfgewicht, Klammer zu, 50 Gramm Cheddar-Käse, Klammer auf ersatzweise Emmentaler, Klammer zu, 1,5 Bund Koriandergrün, Klammer auf ersatzweise Petersilie, Klammer zu, 1 das Olivenöl in einem Schmortopf sanft erhitzen. Während es heiß wird, die Zwiebel und den Knoblauch schälen und hacken. Die Paprika längs halbieren. Kerne und Trennwände entfernen. Die Hälften waschen und in feine Stückchen schneiden. Zwei Zwiebel, Knoblauch und Paprika im heißen Öl bei mittlerer Hitze unterrühren andünsten. Dann die Hitze erhöhen und das Hackfleisch einrühren. Alles unterrühren 3 bis braten, bis das Hackfleisch braun und krümelig ist. Alles mit Salz, Pfeffer, Chilipulver nach gewünschter Schärfe, Kreuzkümmel und Koriander würzen. 3. Die Brühe angießen. Alles zugedeckt 10 bis bei mittlerer Hitze köcheln lassen. Die Tomaten dazugeben. Die Kidneybohnen in ein Sieb abgießen, dann zum Chili geben. Den Eintopf umrühren und nochmal aufkochen lassen. Den Käse reiben, das Koriandergrün waschen, trocken schütteln und die Blättchen abzupfen. 4. Das Chili nochmals abschmecken, auf 2 Schalen verteilen. Korianderblättchen und Käse darüber streuen und das Chili servieren bei großem Hunger mit Tortilla-Chips oder Baguette.